Hallo ihr Lieben, willkommen bei DIY-Karinchen. Schön, dass ihr da seid. Heute will ich euch zeigen, wie ihr diese Tassen mit Nagellack marmorieren könnt. Diese Technik habe ich das erste Mal, ich glaube 2016 oder 2017 gemacht. Da habe ich Ostereier mit Nagellack marmoriert. Und es kam so super bei euch an, dass ich davon jetzt auch mal ein Video machen will. Bei diesem DIY möchte ich euch vorweg ein paar Tipps und Tricks verraten, weil es immer mal sein kann, dass es nicht ganz funktioniert. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel solltet ihr auf jeden Fall lauwarmes Wasser verwenden und zum Beispiel kein kaltes Wasser. Wenn ihr kaltes Wasser verwendet, dann wird euer Nagellack zu schnell hart und dann ist das nicht eine schöne ebene Fläche auf der Tasse, sondern der Nagellack wird so richtig krischelig und sieht einfach nicht schön aus. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es viel, viel einfacher und schöner aussieht und besser geht, wenn ihr günstigen Nagellack verwendet und keinen teuren. Macht also am besten immer mal vorher eine Probe, nehmt eine alte Tasse oder ein altes Stück Porzellan, was ihr nicht mehr benötigt und macht da vorher eine Probe mit eurem Nagellack. Wer mag, kann auch nochmal in der Beschreibung nachgucken. Dort habe ich euch nochmal alle Produkte verlinkt, die ich benutzt habe und ihr findet außerdem einen Link zu meinem Blogpost mit einer ausführlichen schriftlichen Anleitung und allen Tipps und Tricks. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Und ich würde mich freuen, euch nächste Woche wiederzusehen.